Hallo und herzlich willkommen. Wir machen weiter mit Fluch der Karibik. Ja. Wir wollen jetzt zum Schiff in den Roten segeln. Und zur Insel. Machen wir erst das Schiff, dann machen wir die Insel. Ja. Genau. Mal gucken, ob wir da was finden. Das also, ist die Rotpearl. Ich habe keine Ahnung, wie die heißt. Ich nenne die jetzt immer Rotpearl, weil es rot ist. Wieder Bäm. Und die Kanonen. Die Kanonen sind schon richtig cool, ne? Auf jeden Fall. Das sind meine Lieblingsgegenstände. Ja. Ja, Ding hatten wir noch nicht gehabt. Schallplatten, komischerweise. Das ist ganz schön schwierig, da welche zu finden. Es wird halt immer schwieriger von jedem Mashup. Ja, aber wir sind ja jetzt quasi zwei Mashups zurückgegangen. In den beiden neueren haben wir ja welche gefunden. Ja, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Alter. So, wieder den Wald in Brand stecken da hinten, ist schon cool, ne? Irgendwann brennt alles. So, da ist nix. Okay. Ah, cool. Da haben wir noch ein Gefängnis. Nicht schlecht. Da ist so eine Kiste da drin, oder? Oder ist das nein. Was ist das für ein Scheiß dann? Keine Ahnung. Komischer. Trichter. Was machen die da Trichter rein, ey? Waschbecken vielleicht. Ich finde auch diesen Cursor ein bisschen blöd mit dem Schädel, oder? Weiß nicht. Naja. Okay. Da war mal nüsch. Ich glaube, ich baue irgendwann mal eine Piratenwelt. Ja, eine ordentliche, ne? Oder ich lasse mir die einfach runter machen, was gescheit draus. Ja. Wäre auch cool. So. Und? Ja, das war's schon. Gibt's auch nicht viel zu entdecken auf diesem roten Schiff. Hätte mir sich eigentlich auch mehr vorgestellt von der ganzen Welt. Muss man echt sagen. Schon ein bisschen mau alles. Da haben wir eine. Oh, da hinten ist eine Kiste. Nicht mau, sondern mau am. Was ist denn das da für ein Ding da? Ja. Totem. Okay. Nüsch. War da nicht gerade eine. Nee. Nee. Oh, bist du draußen? Na gut, dann gucken wir uns halt noch die Insel an, oder? Ja. Wenn wir da durch sind. Oh, vielleicht nochmal ganz hoch, vielleicht ist ganz oben noch irgendwo eine Kiste. Könnte ja sein. Nee. Nee, okay. Gucken wir uns die kleine Insel, das ist die Insel, wo sie ihn ausgesetzt haben, da war das Boot. War hier nicht mal irgendwie so ein Geheimteil oder sowas? Ja, da war, das ist auch das hier, dieses Schnapslager. Das gab's da was, ne? Das ist noch, das war noch in der Nebel. Nein. Sind es keine Hebel? Das sind keine Hebel. Was ist denn das? So ein Fallenteil. Falle? So ein Fallenteil, so ein komisches. Da fällt dann irgendwo was auf? Nee, das kann man ja nicht betätigen. Super. Was ist denn das? Okay. Schatten. Darf ich noch mal kurz einen Bautipp zeigen? Ja. Oh, eine Schildkröte! Okay. Bautipp mit Niki. Wir haben. Ja, das haben wir letztes Mal nicht gemacht. Nee, wir haben im letzten Teil auch den Enderdrachen gar nicht gesucht, ne? Und waren ja. im Nessa gar nicht gewesen. Oder im Esser, Nessa, Isser, ja. Was weiß ich, wie der Scheiß heißt. Stimmt. Also, ihr macht jetzt so, ihr geht auf Einstellungen, Hilfe und Option, Einstellungen, was war es nochmal? Ah, nee, warte. Hilfe und Option, Steuerung. Dann geht ihr hier bei, wo ist denn, Blockauswahl, müsst ihr X drücken und dann die Pfeiltaste nach unten. Und dann seid ihr schon fertig. Und dann müsst ihr hier drauf ziehen, abbauen und gleichzeitig den Knopf drücken, den ihr festgelegt habt. Und dann habt ihr einen Wasserblock. Hammer. Und das war wieder Bautipp mit Niki. So. Super. Weiter geht's. Okay, Schildkröte. Auch cool. Ja. Der hat Schildkröteneier gemacht. Cool. Schildkröte. Ja. Schildkröteneier. Geile Sache. Ich würde sagen, was haben wir noch zum Angucken hier? Wald. Quatsch, den Friedhof. Den Schiffsfriedhof. Oh.
Da müssen wir noch hin. Ja. Machen wir im nächsten Teil. Dann wünsche ich euch was. Macht's gut. Und tschüss. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Im nächsten Teil geht es selbstverständlich weiter. Hat es euch gefallen, dann lasst einen Daumen da. Kommentiert das Video oder wenn ihr keinen weiteren Teil verpassen wollt, abonniert uns einfach. Wir freuen uns darüber. So, und dann verabschiede ich mich, bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch viel Spaß mit den anderen Videos. Macht's gut, bis bald.